Dann gibt es was Neues von unserer Ex-Tagesthemen-Allzweckwaffe, Karin Mioska. Die hatte am Sonntag ihren Einstand mit ihrer neuen Talksendung. Am besten hat mir da der Anfang gefallen, wo sie sich einfach mal sehr nett selbst begrüßt hat. Schauen wir uns an. Vielen Dank und Grüße in die alte Heimat. Ingo Zamperoni und die Tagesthemen. Ich darf mich begrüßen. Das ist doch schön, wenn dir das reicht. Ich habe mich nur gefragt, wen hat sie da gefragt? Ne? Wen hat sie gefragt? Darf ich mich selbst begrüßen? Und dann habe ich mal recherchiert, Friedrich Merz war in der Sendung. Bäh. Wahrscheinlich wollte sie Friedrich Merz sich begrüßen und hat sich dann gedacht, nö, dann begrüße ich mich lieber selber. Ja. Dann noch was Schönes beim Nachrichtenkanal Welt. Da gab es eine Schalte, soweit so gut, nichts Besonderes. Leider hat sich aber die Moderatorin beim Nachnamen ihrer Interviewpartnerin schwer verhaspelt, wurde aber von dieser sofort rigoros korrigiert. Wenn sie nicht kommen, bekommen sie nichts und dann ist das eben so. Martina Schweinsburg, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Entschuldigung, Schweinsburg, wie ein Schwein, nicht wie ein Schwanz. Ihr Gesichtsausdruck war süß, ne? Dankeschön, Frau Schwanzburg. Nein. Entscheide dich, entweder Schwanzschloss oder Schweinsburg. Aber nicht Schwanzburg, das geht nicht. Schweinsburg. Schweinsburg. Wissen Sie, was mich Schweinsburg erinnert? So, dann habe ich noch eine super Nachricht für alle Leute, die gerne die Wettervorhersage gucken. Ich habe den besten Wetterdienst Deutschlands gefunden. Was ich häufig nicht mag bei Wettervorhersagen, das ist so rumgelabert. Wisst ihr, so Andeutungen, da sitzt du zu Hause, weißt trotzdem nicht, was du anziehen sollst. Und jetzt gibt es endlich beim RBB jemanden, der mein Flehen erhört hat. Das ist eine Wettervorhersage, damit kann ich arbeiten. Gucken wir jetzt mal aufs Wetter, würde ich vorschlagen, oder? Es ist Zeit. In der Nacht ziehen letzte noch mögliche leichte Schneeschauer ab. Bei Tiefstwerten von -5 bis -5 Grad. Es wird also knackig kalt. Punkt! -5 bis -5 Grad. Und da passt nichts dazwischen. Das ist eine konkrete Wetterangabe, kann ich mitarbeiten. Wolfgang und ich, wir sitzen auf dem Sofa und wissen, Mütze an. Mütze an, dicke Jacke, -5 bis -5, ist doch klar. Ja? Das Einzige, was mich noch stört, dass hier oben noch -4 steht. Da müssen Sie dran, dann wäre es perfekt. Meine persönliche Heldin der Woche, die habe ich im Bundestag gefunden. Und zwar ist das Frau Dr. Franziska Kersten. Die hat ja ihre Rede gehalten und sie zeigt uns, wie man mit Rüpeln im Plenarsaal umgehen muss. Ja, ist nämlich alles kein Problem für Dr. Kersten. Dafür brauchen wir einen einheitlichen und einfachen Datenraum für die Landwirtschaft. Hey, bisschen zuhören. Ui, 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 ui. Da hat nur noch der Schweigefuchs gefehlt, ne? Ja, die Störenfriede mussten übrigens später nachsitzen. Philipp Amthor hat so Schiss gekriegt, er hat sich sofort eingenässt. Was will die Tante? Er ist aber auch noch sehr, sehr jung.